Piu, piu. Hallo meine Lieben und so, willkommen zu einem Video. LOL. Und zwar eine lang, lang ersehnte Rückkehr. Nein. Es ist nicht Illuminati Confirmed. Okay, cool. Ich bin Akinator. Ich habe auf YouTube gefragt. Nicht auf Twitter, auf YouTube. YouTube hat jetzt so eine Community-Funktion, so eine Tweet-Community-Umfragen-Scheiße, bla bla bla. Man kann da Posts erstellen auf jeden Fall. Und das seht ihr in eurem Feed auf dem Mobiltelefon zum Beispiel. Wenn ihr durch euren Abo-Feed scrollt, seht ihr da meine neuen Posts. Oder auf dem Rechner. Ich weiß nicht, wo man es auf dem Rechner sieht. Ich sehe das, wenn ich auf meinen Kanal gehe und auf den Community-Tab. Aber ich glaube, das gibt es bei euch nicht, wenn ihr auf meinen Kanal geht. Ich weiß nicht, wo ihr das seht. Vielleicht kann man das am PC auch gar nicht sehen. Absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall haben eine Menge Leute abgestimmt. Ich bin froh, dass ich so viele Leute über YouTube mittlerweile erreichen kann. Und vor allem durch diese Posts kann ich euch ein bisschen näher sein. Das freut mich echt. Und freut mich, dass die Mehrzahl für Ja gestimmt hat, als ich gefragt habe, ob ich Akinator zurückbringen soll. Machen wir jetzt. Wir machen jetzt Akinator. Und wisst ihr was? Ich habe mir zwei YouTuber ausgesucht, die ich wieder erraten werde. Zwei deutschsprachige YouTuber. Also ich werde jetzt einen einblenden. Ein YouTuber, den ich jetzt diese Runde erraten möchte. Wenn ihr mitraten möchtet, dann schaut ihr jetzt am besten weg. Jetzt kommt ein Timer. 3, 2, 1. Jetzt ist oben eingeblendet. Jetzt ist es wieder ausgeblendet. Jetzt könnt ihr wieder schauen. Erstmal mein Alter angeben. Ich bin 18. Erstmal mein Alter angeben. Ich bin 18. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja, wurde sie. Spielt deine Figur Minecraft? Also auf YouTube nicht, nein. Ist deine Figur männlich? Ja, sie ist männlich. Hat deine Figur ein Tattoo? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ist deine Figur ein Gamer? Wahrscheinlich, ja. Meine Figur wohnt in Deutschland, trägt sie einen Bart? Nein. Wohnt deine Figur in deinem Heimatort? Nein. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Nein, hat sie noch nicht. Leider, mehr verdient. Übt deine Figur Kritik an YouTubern? Ja, 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 doch, doch, ja. Hat deine Figur schon mal einen... Akinator. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich versuche gerade sicher nicht Hitler zu erraten. Und deine Figur in Bayern? Hey, ja, ja, ja. Mag deine Figur Bratwurst? Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Aber deswegen ist es nicht Ibladi, wenn du jetzt darauf kommst. Ist deine Figur größer als 1,80? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur blond? Ja. Ist deine Figur eher dick? Nein. Ist deine Figur ein Tollpatsch? In den Videos, ja. Macht deine Figur witzige Pranks auf YouTube? Ach du Scheiße, Pranks sind so gut wie nie witzig. Nein. Das Bild ist verdammt alt, aber ja, ist es CEO. 3 Sekunden ist mein nächster YouTuber, den ich erraten werde, hier oben eingeblendet. Und zwar in ganz genau 3, 2, 1. Jetzt nicht mehr. Wurde YouTube bekannt. Ist kein Minecraft-Let's Player, hat keine 1 Million Abonnenten, ist ein Gamer, ja. Figur eine feste Freundin. Ja, das weiß ich, ja. Sie spielt auch kein Clash Royale, sie spielt auch ganz sicher nicht bei Baywatch mit. Macht deine Figur Horror-Let's Plays, ja. Hat deine Figur eine Schwester, weiß ich nicht. Macht deine Figur gerne Experimente, weiß ich nicht. Hat deine Figur schon mal einen Zopf getragen, ja. Weiß man, wie deine Figur aussieht, ja. Ja. Okay, das, ging erstaunlich schnell. Nur 2 YouTuber aufgeschrieben. Und ich muss mir was einfallen lassen, weil sonst ist das Video zu kurz. Ist deine Figur ein Mensch? Ja. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Älter als 36? Nein. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Berühmt jetzt nicht, aber sie ist durch YouTube bekannt geworden. Nein. Ja. Spielt deine Figur Minecraft? Nein. Hat deine Figur 1 Million Abonnenten? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein. Spielt deine Figur GTA 5? Nein. Hat deine Figur schon mal FIFA 17 gespielt? Nein. Hat deine Figur eine feste Freundin? Ich weiß nicht. Ja, trägt deine Figur meist eine Brille? Nein. Ist deine Figur dunkelhäutig? Nein. Spielt deine Figur Super Mario Maker? Nein. Ist deine Figur Augenbrauen? Ja. Also, wenn meine Figur keine Augenbrauen hätte, dann würde ich mir echt Sorgen machen. Ja, spielt deine Figur Ego-Shooter? Ja, wahrscheinlich. Ist deine Figur ein Let's Player? Ja. Spielt deine Figur Pokémon? Ich weiß es nicht. Trägt dein Film den Namen deiner... Was? Trägt dein Film den Namen deiner Figur als Titel? Nein. Nein. Ja. Spielt deine Figur Clash Royale? Nein. Hat deine Figur dunkles Haar? Nein. Hat deine Figur Konzerte gegeben? Nein. Macht deine Figur Call of Duty Videos? Nein, mach ich auch nicht. Ist deine Figur blond? Ich bin naturblond, aber das kennt man mich nur als blond auf YouTube? Ich glaube nicht, also... Ich sag wahrscheinlich, spielt deine Figur auch Minecraft? Nein. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Nein, das haben wir schon beantwortet. Trägt deine Figur eine Uniform? Trägt keine Uniform, ist auch nicht aus Österreich. Macht keine GTA 5 Let's Plays, hat nichts mit WWE zu tun, ist nicht durch Twitch berühmt geworden. Ist das jetzt eine Frage, ob eine Figur in einem Videospiel mitspielt oder ob sie was mit Videospielen zu tun hat? Also ich habe ja was mit Videospielen zu tun, also ja. Spiele nicht die Sims, spielt nicht FIFA 16, spielt CSGO, ja. Hat deine Figur über 200.000 Abonnenten? Nein. Gehört deine Figur zu einer Truppe? Nein. Ist deine Figur eher dick? Hey. Ich trage auch meistens keine Mützen.
Ich denke an Zockstation. Nein, absolut keine Ahnung, wer du bist. Shoutout an Zockstation. Ist ja nicht vor Italienisch. Nein, spielt deine Figur Counter-Strike. Haben wir schon beantwortet, Mann. Funktioniert das jetzt langsam mal? Nein, ich bin. Raucht deine Figur? Weiß ich nicht. Hat deine Figur mit 4 Buchstaben? Nein. Ist deine Figur dick? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur etwas mit Arazul zu tun? Nein, ich habe nichts mit Arazul zu tun. Spielt deine Figur beim Pfefferkörner mit? Was zur Hölle ist. Hä? Ist deine Figur dick? Mann, wie oft willst du das noch fragen? Langsam fühle ich mich beleidigt, du Arsch. Ist deine Figur in der Pornoszene bekannt? Auf jeden. Auf jeden bin ich in der Pornoszene. Hundertprozentig. Deine Figur 2 Katzen? Nein. Ach, scheiße. Warte, verbessern. Funktioniert das? Hat deine Figur 2 Katzen? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur über 20.000 Abonnenten? Ja. Also, ich bin ja sehr bescheiden. Hat deine Figur 2 Katzen? Nein, nochmal verbessern. Ach, fuck off. Ich denke an Günther Schadow, Strategiespiel, Let's Player. Nein, ich stehe nicht mal zur Auswahl. Ich bin absolut uninteressant geworden. Ich habe jetzt eine Aufgabe an euch. Versucht, in Akinator mich zu erraten. Wenn ihr es schafft, dann geht einfach auf Twitter. Schreibt mich an, @SeroticGames hier unten eingeblendet. Schreibt mich an und schickt mir ein Screenshot oder ein Bild, von wo ihr mich erraten habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Unten das Abonnieren klicken. Daneben die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos. Dann wird es immer im Feed angezeigt. So, dann sehen wir uns, denke ich, in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.